Die größte Lüge über Erfolg und das wahre Geheimnis des Erfolges, das verrate ich dir in diesem kurzen Video. Und es ist etwas Einfaches. Die größte Lüge des Erfolges ist, du kannst einfach das Gleiche machen wie ich und dann den gleichen Erfolg haben. Das möchten dir Tausende von Coaches weltweit verkaufen, weil du bezahlst ja teuer für diesen nicht so guten Rat eigentlich. Sagen dir, schau, ich verrate dir, was ich gemacht habe. Tief im Innern wissen diese Leute, dass dir diese Lektion nicht viel bringen wird. Weil schau, in Wahrheit, ein Haufen vom Erfolg hängt von deinen Voraussetzungen ab. Es nützt mir, als nicht mal 1,75 großer, nützt mir das nichts, Videos anzuschauen von Michael Jordan und dann zu denken, so wäre ich der beste Basketballer. Mit meiner Stimme nützt es mir nichts, Videos anzuschauen von Britney Spears und zu denken, so werde ich jetzt der beste Sänger. Das wird mir alles nichts bringen. Weil in Wahrheit ist ganz viel eben Voraussetzungen. Du kannst auch nicht das gleiche Training machen wie Ronnie Coleman und dann erwarten, du würdest so muskulös werden wie Ronnie Coleman. Nein, da ist haufenweise Genetik dahinter. Und das wahre Geheimnis des Erfolges nämlich ist, du musst zuerst herausfinden, in was du richtig gut bist. Das musst du herausfinden. Extrem viel über den Erfolg hängt von der Vorbereitung ab. Du musst dich auf Erfolg vorbereiten. Du musst Stunden und Tage damit verbringen, zu identifizieren, was für dich persönlich Erfolg bedeutet. Was musst du tun, um diesen Erfolg zu erreichen? Welchen Status? Was beinhaltet er? Welche Elemente zusammengefügt ergeben diesen Erfolg? Du musst deine Voraussetzungen extrem genau kennen. Kenne deinen Feind und erkenne dich selbst. So brauchst du 100 Schlachten nicht zu fürchten, sagt Sun Tzu. Du musst dich selbst erkennen, wie groß und schwer deine Stärken und Schwächen, wie es mit deinen intellektuellen und körperlichen Fähigkeiten aussieht im Detail. Dazu auch noch natürlich, nicht nur welchen Zustand des Erfolges möchtest du haben, sondern was möchtest du tun? Welche Tätigkeiten bereiten dir Glück und Freude? Welche Tätigkeiten kannst du mit Hingabe machen? Das ist extrem wichtig für deinen Erfolg, für die Möglichkeit für dich Erfolg zu haben. Und wenn du das herausgefunden hast, etwas worin du gut bist, was dir Spaß macht, wofür du bezahlt werden kannst, auch idealerweise, dass du dein Leben dieser Sache widmen kannst, da kannst du Erfolg haben. Vielleicht findest du sogar noch etwas, was noch das Tüpfchen aufs I ist, dass der Menschheit etwas nützt. Das ist keine Voraussetzung für Erfolg an und für sich, aber für mich halt schon. Und dann kannst du in dieser Sache deinen Erfolg haben, deinen Erfolg. Nicht für jeden ist Erfolg das Gleiche. Für manche ist es Million, für manche ist es Lamborghini, für manche ist es eine liebende Frau, für manche sind es Kinder, manche ein eigenes Haus, manche jeden Tag etwas zu machen, was sie glücklich macht. Es gibt extrem viele verschiedene Definitionen von Erfolg und du darfst nicht einfach von anderen dir aufzwängen lassen, was andere für Erfolg halten. Finde für dich selbst heraus, was für dich Erfolg ist. Wenn du Menschen anschaust, die du als besonders erfolgreich empfindest, achte auf die Details. Weshalb sticht dir dieser Mensch besonders ins Auge? Was fällt dir an diesem Menschen auf? Welche Eigenschaften von diesem Menschen möchtest du auch für dich selbst haben? Sind es vielleicht Gegenstände, die er besitzt? Ist es sozialer Status? Ist es wirtschaftlicher Status? Sind es Fähigkeiten? Ist es Charakter? All diese Dinge, das musst du ganz genau wissen. Sonst läufst du Gefahr, den falschen Dingen hinterherzurennen. Dann glaubst du vielleicht nur, Erfolg wäre für dich Lamborghini und Yacht. Aber in Wahrheit war für dich eher, was ins Auge gefallen ist, der Spaß, den diese Leute hatten im Lamborghini und auf der Yacht. Und dann musst du halt herausfinden, wie kannst du diesen selben Spaß
mit deinen Möglichkeiten im Leben haben. Das ist eine entscheidende Aufgabe im Leben. Und ich verrate dir noch ein Geheimnis. Das ist eigentlich, worum es in der Schule ganz maßgeblich geht. Das ist einer der wichtigsten Inhalte des Schulsystems. Du bekommst Noten eigentlich nicht, um die Kinder fertig zu machen in den Fächern, in denen sie schlecht sind, sondern ihnen zu zeigen, in was sie richtig gut sind. Damit du dann diesen Beruf verfolgen kannst. Wenn jemand irre gut in Mathematik ist und mega schlecht im Werken, bedeutet das, dieser Mensch sollte sich mehr auf die Mathematik fokussieren. Nicht mehr aufs Werken, mehr auf die Mathematik. Und wenn jemand irre schlecht ist in Deutsch und dafür irre gut in Sport, bedeutet das wahrscheinlich, dieser Mensch hat eine größere Chance im Sport als im Deutsch. Nutze doch die dir gottgegebenen Voraussetzungen, deine gottgegebenen Stärken, nutze die zu deinem Vorteil, anstatt die damit einhergehenden Schwächen zu verfluchen. Dann kannst du herausfinden, was für dich Erfolg ist, welche Aufgabe für dich da ist in diesem Leben und diese auch verfolgen und da deinen Zweck hier auf Erden erfüllen. Eigentlich ultra simpel, braucht nur ein bisschen mehr Arbeit als einfach mit dem Strom zu schwimmen.